Hallo Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Smallland hier bei den wundervollen Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir wollen euch wieder mitnehmen auf unsere Abenteuer, unsere Ausflipper, unsere Expedition und auf Kuli seine krankhaften Aussetzer. Ich bin natürlich nicht alleine unterwegs, ich habe unseren krankhaften Aussetzer Kuli dabei. Krankhaften Kuli, okay. Der kranke Kuli und natürlich unsere Käfer- und Gecko-Killer Kathi. Halt, ob ihr was zu essen. Hat er was zu essen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, Leute, weil Kathi hat es auf meinen Gecko abgesehen. Ja? Aber das ist halt ein anderer Plan. Okay, was liegt an? Wir können dann dort bleiben. Wir wollen heute... Oh, scheiße. Sturm zieht auf. Okay, dann machen wir halt weiter mit der Moderation von drinnen. Gecko, du bleibst bitte hier stehen. Beweg dich nicht. Okay. Lass den in Ruhe. Ich brauch den noch. Kathi. Ich brauche den wirklich noch. Wir wollten eigentlich jetzt gleich mit euch los. Und zwar wollten wir auf die Insel drüben hin. Und mal gucken, was da so los ist. Weil wir haben die Vermutung, also ich habe die Vermutung, hatte ich euch ja schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge erzählt, dass es da Drohnen gibt. Deswegen haben wir uns jetzt auch schon alle mit Dornspitzhacken ausgerüstet. Ich gehe jetzt mal kurz auf den Baum, dass wir mal gucken können, wo es hingeht. Der Winter geht jetzt gerade so langsam vorbei. Wir sind jetzt mittlerweile bei 4 oder 5 Tagen, Krulli. Ingame-Tage. Ich hatte nicht aufgepasst. Ich glaube 5. 5 Ingame-Tage sind es jetzt. Also müssten wir dann rein theoretisch gesehen 5 Ingame-Tage Sommer oder Frühling haben. So gemischt, ne? Lassen wir uns überraschen. Ja. So, da drüben geht es dann gleich hin. Da hinten ist auch der Übergang, den Krulli nicht gefunden hat, weil er keine Brille auf hat. Und dann wollen wir da mal gucken. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir da tolle Sachen finden und einiges, was wir noch so erleben können. Ja. So, jetzt gehe ich mal schnell zurück. Der Sturm zieht ja gerade auf. Nicht, dass ich noch einen Schnuppen kriege. Wow. Was war denn das jetzt? Donner? Ich hab grad Schaden durch irgendwas gekriegt. Vielleicht hat der Blitz drauf. Ich glaub ja. Ich hat der Blitz getroffen, ich saß nicht mal auf dem Pott. Kathi, ich hab ja? Mich getroffen. Ich mach meine Ampel voll, weil ihr scheiße seid. Ist okay. Ja, und dann gebe ich mir was von meinem Tee ein, weil ihr scheiße seid. Oh, Tee habe ich auch da, ja. Ich habe heute. Ich kann gehen im Spiel. Ja, Kathi, wir trinken nur. Essen und trinken nur Sachen, die es im Spiel gibt. Ich möchte gerne mal wissen, wie du Grashüpferbeine zu dir nimmst. Ja. So, Liquid des Tages ist übrigens Multifrucht mit grünem Tee. Nein, ich habe Shake Made White King. Das halte ich jetzt auch in der Kamera. Also, Firma ShakeMate, ich würde euer Liquid gerne in meinen Livestreams und Let's Plays vertreiben. Meldet euch bei mir. Das ist wirklich geil. Das habe ich auch dauerhaft. Ja, vielleicht klappt das ja, ne? Aber hier gleich einen Sponsor. Ne? Idioten und am Dampf. Ich das halt irgendwie verlinken oder so, geht das? Naja, dann haben wir wieder Werbung. Okay, es geht weiter. Es ist klar, wann wird es dunkel? Es wird gleich dunkel. Wollen wir jetzt noch kurz warten oder wollen wir los? Das ist die Frage. Ist mir egal. Egal. Ach komm, gehen wir los. Oder nee, dann wird es wieder dunkel, dann sehen wir wieder nichts. Das ist alles für ein Arsch. Okay, Leute, wir machen hier mal kurz einen ganz kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder Hölle wird. Also, bis gleich. Guten Morgen, ihr Sackratten. Seid ihr bereit? Wollen wir jetzt endlich aufbrechen? Nee, noch 5 Minuten. Beweg dich. Zack, zack. Beim Alt geht es nicht mehr so. So, und jetzt sind wir auch wieder zurück, meine Freunde. Ich musste mal kurz meine komische Truppe hier wecken. Und wir machen uns jetzt auf dem Weg Richtung Dingsterbums. Ich habe den Namen vergessen. Wo wollten wir nochmal hin? Kathi, wie er sich sauber ins Aus befördert, ne? Ja. Ja. Erzählt im Video, er muss uns wecken und wir warten hier am Aufzug. Auf ne? Aber das wird ja alles kein Problem sein. Okay, Leute, wir treffen uns unterm Strand. Bis gleich. Ich nehme Gecko. Ich bin viel schneller. Ich hab'n Gecko. Ne.
Er hat einen abnehmbaren Schwanz. Ja, aber im Gegensatz hat er was zum Abnehmen, im Gegensatz zu dir, Krulli. Gecko, ich weiß nicht, wie lange du noch lebst. Weil das Problem ist, Kathi ist bei diesem Let's Play dabei. Kathi mag dich nicht. Und deswegen kriegt Kathi auch kein Haustier, weil Kathi tötet ihre Tiere immer. Wir sind eigentlich froh, dass Charlie noch lebt. Ihr richtiges Haustier. Hey. Ja, was denn? Den hab ich lieb. Ach so, mein Gecko nicht, oder wie? Na. Ich krieg nie ein Haustier. Der Gecko fällt vom Baum und er kriegt keinen Fallschaden. Phänomenal. Sehr realistisch, oder? Ja, das ist hochrealistisch, ist das. Oh, ich muss schon wieder was essen. Wo seid ihr denn? Ich bin schon am Strand. Ich bin beim Kolli. Und der Kolli wird von Ameisen angegriffen. Das sieht hier gerade aus, als ob mein Gecko hier die Klippe runterkotzt. Okay. Wenn du auf mir rumreißen würdest, würde ich auch noch kotzen. Ja, schon. Hey, was soll das denn wieder heißen, Kolli? Nichts. Hab nichts gehört. Hier ist der falsche Strand, wo ihr seid. Ihr seht mich auf der Karte, ne? Oh. Oh, einmal, Leute. Dann schicke ich euch einmal alleine los. Alter, das ist eine Katastrophe mit euch. Sah es gemütlich aus. Okay. Eva. Wir wollen auf jeden Fall zu der Insel da drüben, Leute. Ich kann euch ja noch mal ein paar Märchen erzählen. Da kommen jetzt gerade 4 Wespen drauf für mich zugeflogen. Ich hoffe, die fliegen an mir vorbei und ignorieren mich einfach. Das ist hier voll. Bist du da jetzt einfach hochgesprungen? Das ist Kolonnenfliegenwespe, das Ding hier. Aua! Fuck, ich bin tot. Nicht dein Ernst. Alter, gar nicht. Doch, bin ich. Was denn jetzt? Ja, nein, vielleicht? Ich bin noch gelaufen und dann zack, bumm, gestorben. Das ist wieder eine Folge mit euch hier. Leute, Katastrophe. Ich glaube, ich hatte auch Lex. Was? Ich hatte gerade auch Lex. Ja, habe ich ab und zu mal, das ist normal. Lex? Ja, da leckt dich einer. Okay. Lauf, Gecko, rote Libelle hinter uns. Zweit ist irgendwas mit Netzwerk. Ja, heute ab und zu hat er echt Aussetzer, ne? Ja. So, wir gucken mal, irgendwo hier müsste ja gleich Kathi und Krulli runterkommen. Falls sie nicht schon wieder tot sind. Nein, ich warte nur auf Kathi. Kann ich um Grabstein. Ist die gestorben? Da wo ich stehe. Ich suche mal immer die besten Stellen aus zum Sterben. Komm her. Oh oh. Oh oh. Ja, mir hat gerade die große Spinne fast gesehen, glaube ich. Kathi, du musst zu mir, hier ist dein Grabstein. Ja, ich komm schon. Leute, mit euch kann das ja wieder was werden hier. Naja, es ist halt so, ne? Es gibt Höhen und Tiefen. Mit den beiden, meistens ins Tiefs. Ach, halt doch die Fresse. Was denn? Kolli, ich nehm Besuch mit. Was auch echt doof, wenn du auf diesem Viech siehst. Du kannst nichts schießen, du kannst gar nichts. Du kannst wirklich nur das Ding reiten, oder Krulli? Ja. So, und jetzt? Hier runter. Keine Ahnung. Nicht springen, außenrum. Ja, aber da bin ich gestorben. Ihr könnt ja nicht mal den scheiß Strand runtergehen? Was stimmt mit euch heute nicht? Wo denn? Oh, warte, ich komme euch entgegen. Anscheinend klappt das mit euch nicht. Ihr seid diesen Strand schon 1000 Mal runtergelaufen. Nein. Doch, wir hatten hier schon mal unsere Baumbase zum Winter hin. Ich nicht. Ich glaube, da warst du allein, Maxi.
Ja, mach dir dann Hängsel. Entschuldigung, hab dein Gecko getroffen. Greif an, Gecko! Oh, jetzt habe ich wirklich einen Gecko getroffen. Oh mein Gott. Hat er mich wieder lieb? Ja, hat sich wieder lieb. Ich weiß zwar nicht warum, aber er hat dich wieder lieb. Komm, hier lang müssen wir. Und denk dran, der tolle Gecko gehört mir. Der greift doch mit an, wenn wir angreifen. Also vielleicht irgendwas anhitten und den Gecko sich kümmern lassen. Das Wetter ist ja mal wieder berauschend hier heute, ne? Aber jetzt kommen die ersten Blätter an die Bäume. Ich glaube, es wird Frühling. Ja, jetzt kommt erst hier gerade Sturm. Oh, das ist ein böser Gecko. Das ist ein böser Gecko. Warum machst du nichts, dummes Vieh? Der haut nur, der greift nur ein wenig drauf, haue. Hier lang, Kulli. Mhm. Wir müssen einmal komplett runter. Ziehst uns immer runter. Die ist aber echt verletzend. Warte, lass den Gecko kämpfen. Er kann das, der ist cool. Okay. Gecko, greif an! Das angreifen! Weiter geht's. Die rote Libelle. Die machen wir auch platt. Die machen wir auch platt. Bleib da. Gecko macht das schon. Der frisst die. Jetzt frisst er so. Mahlzeit. Warum sammelt es ja nichts ein? Weiß ich, ja, das ist, das Gecko-Viech ist echt doof, ne? Aber ich will den nicht opfern, ich brauch den doch. Komm her, komm her, komm her. So. Was für ein, auf was für ein Schlag ich grad? Scheiße. Hast du auf den richtigen geschlagen? Na Gott sei Dank. So, weiter geht's. Wir müssen bis nach ganz hinten runter, da ist der Übergang. Aber dein Gecko-Viech geht's auch nicht mehr so gut, gell? Nicht schlimm, ich zähl mir einen neuen. Aber ich darf nicht schlagen drauf. So, das Viech ist auch platt. Noch so ein scheiß rotes Libellenviech. Was macht der Boden eigentlich für Schaden? Macht der gut Schaden oder so ein bisschen Schaden nur? Alter, der macht 82 Schaden. Ich bin Fan von meinem Speer. Welchen Bogen hast du jetzt? Ich hab jetzt auch diesen Kürzbogen da. Ich hab jetzt Recurve-Bogen. Los, töte deinen Artgenossen. So sieht das aus, wenn zwei Geckos sich gegenseitig lecken. So. Ah, Liquid, Liquid! Was denn? Liquid! Roku? Liquid, Liquid! Liquid! Nee, Leo. So, okay. Hm.
Und mein Begleiter ist tot. Was? Wo? Der andere Gecko hat ihn totgeleckt. Gecko ist tot. Nein! So, wenigstens was gedroppt? Nee. Ja. Knochen und Reptilienhaut. So, und hier ist der Übergang, meine Freunde. Oder auch nicht, weiter. Wer war da hinten? Irgendwo hier kommst du darüber. Ich habe hier vorhin nämlich schon drin. Hab geguckt für Krulli. Hier ist der Übergang. So, hier kommen wir rüber. Ein kleines Hornissi. Nein, ein Lesbi. Aber für uns keine Probleme. Da ist so ein böser Grashüpfer. Öpe. Der töpelt nicht mehr lange. Ja, nicht. Für den hat sich's ausgetöpelt. So, und hier kommen wir irgendwo hoch. Hoffe ich zumindest. Das Wetter ist natürlich wieder bescheiden beschissen, wie immer. Da hinten ist noch ein Tölpel. Also ihr müsst mal gucken, ob ihr irgendwas Tonähnliches findet vielleicht. Verrecke! Ich bin gleich tot. Mal einen Schritt zurückgehen. Sie irgendwo einen Ton finden. Oh, eigentlich schönes Wetter. Hier hängt irgendwas dran. Hier, ich habe Ton gefunden. Mal, Leute, so sieht das aus. Oh, die Dornspitzhacke? Ja, da kommen wir da nicht ran. Toll. Boah, Steinfundamente können wir jetzt bauen. Komm her, jetzt schmeiß das mal raus, fass das mal an. Steinboden, oha. Basissteinsäule, verstärkte Steinsäule. Steintreppe, jetzt geht's los. Okay, wir müssen mal gucken, ob wir hier noch mal ein bisschen Ton finden, Leute. Wir brauchen mehr Ton. Hier ist zum Beispiel noch mal Ton gleich. Okay, jetzt können wir auch einen heilenden Verband herstellen in der Werkbank. Aber ich glaube, das war's schon. Mehr Ton ist hier nicht, ne? Oder seht ihr noch irgendwo was? Vielleicht mehr im Zentrum der Insel, oder? Krulli, was meinst du? Naja. Okay, dann gucken wir mal. Die Richtung Kurve, ne? An der Windmühle kann man jetzt Tonmörtel herstellen. Gucken wir mal, ob wir irgendwo was finden. Wir haben auf jeden Fall zweimal Ton. Das ist schon mal gut. Da. Was denn? Komm nicht hin. Ja, bleib oben. Geh doch einfach außen rum. Ah, das ja, ich bin gerade oben gefallen, deswegen. Habe ich gar nicht gesehen. Ihr müsst mit V arbeiten. Was? Ihr müsst mit V arbeiten. V. Ich mag es noch nicht. Ich mochte es auch nicht unbedingt, muss ich sagen. Aber da ist noch was. Ich arbeite jetzt mit V, weil Krulli mich zwingt.
Mein Gott, jetzt habe ich halt echt langes Mittagsschläfchen gemacht und bin trotzdem noch immer müde. Okay, da ist noch... Es ist kein Gecko da hinten. Das ist kein Gecko, warte mal. Okay, Leute, das da hinten ist auf jeden Fall kein Gecko. Aber wir müssen jetzt hier an der Stelle schon wieder Schluss machen, weil wir unser Bogen schon weitläufig überspannt haben. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, lasst uns Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Und in der nächsten Folge geht es genau hier an der Stelle weiter. Haut rein! Ciao! Ciao, ciao!